Herzlich willkommen bei Bewusstsein TV. Ich bin Alexandra und ich habe heute zu unserem ersten Sonntag Live-Talk sehr interessante Gäste eingeladen. Anne und Dennis Mattern. Wir sprechen heute über, wie meine Intuition mich ins Land der Riesen führte. Hallo und herzlich willkommen und einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich euch alle da draußen. Ja, heute ist unser erster Sonntags-Live-Talk. Es ist 9.30 Uhr oder kurz nach halb zehn. Ich hoffe, ihr seid schon wach. Ja, ich habe euch ja schon gesagt, ich habe heute Gäste eingeladen, die Anne und den Dennis. Und wir sprechen heute über, ja, wie meine Intuition mich führt. Sie haben eine ganz interessante Geschichte zu erzählen, wie ich jetzt finde. Ja, vielleicht sollen Sie sich die beiden erstmal vorstellen, damit ihr sie kennenlernt. Ich kenne Dennis schon, ich kenne auch ihre Geschichte schon. Aber ich würde sagen, ja, liebe Anne, du machst jetzt einfach mal den Anfang. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden, zu unserem ersten Live-Talk. Ja, hallo, schönen guten Morgen auch von mir an euch alle da draußen. Wie schön, dass wir heute hier sein dürfen mit dir, liebe Alexandra. Zu dieser Live-Show. Wir freuen uns total, dass du uns eingeladen hast und so ein schönes Thema, was du dir da ausgesucht hast. Das ist definitiv eins unserer Lieblingsthemen. Sich von seiner Intuition leiten zu lassen, ist immer das Beste. Und wir sind Dennis und Anne Mattern. Und wir sind auch bekannt unter Wandelnde Gedichte, weil alles hat angefangen mit diesem Buch, was in unser Leben gekommen ist. Das muss man wirklich so sagen. Der Dennis, der kam eines Morgens von einem Waldspaziergang wieder heim und hatte plötzlich ein Gedicht empfangen. Und weil er nichts zu schreiben dabei hatte, hat er das in seine Notiz-App im Handy abgetippt und war selber ganz überrascht und wusste gar nicht, wie ihm geschah und was er jetzt damit machen soll. Und es kamen dann auch mehr und mehr Gedichte. Es blieb nicht bei dem einen. Wir haben dann festgestellt, dass diese Gedichte ein Ausdruck sind unserer Arbeit, die wir tun. Wir sind Erdheiler und sie spiegeln kollektive Entwicklungsprozesse wieder, aber auch individuelle Entwicklungsprozesse, die wir selbst durchlebt haben, die wir begleitet haben und die wir auch immer noch begleiten und immer noch durchleben. Wie zum Beispiel das Thema mit der Intuition, da gibt es nämlich auch ein Gedicht zu. Und das ist ja so ein Thema, was, glaube ich, ein Dauerbrenner fürs ganze Leben ist. Und und da gibt es eben mal solche Gedichte, die solche Themenfelder besprechen. Und es gibt aber halt eben auch unter anderem das Gedicht Der Ruf, wo ja dann auch der Dokumentarfilm zu entstanden ist. Der Ruf, eine Reise ins Land der Riesen, mit dem wir momentan reisen und ihn ja zu den Menschen bringen, an die Orte bringen und ins Bewusstsein bringen. Und ja, das ist halt nun mal ein Riesengedicht und das ist jetzt gerade ein ganz aktuelles Thema. Und ja, diese Gedichte, sie erzählen ihre Geschichten, das haben wir dann auch festgestellt im Laufe der Zeit, Geschichten zu den Gedichten, da gibt es auch schon ein paar davon, die schon vorher sich erzählt hatten, auf der Buch-CD, die dabei ist. Mhm. Ich mache das Buch auch gerade mal in die Kamera halten, für alle, die es noch nicht kennen. Wo ist denn so rum? Ja? Und die CD ist das praktisch aufgesprochen, also als Hörbuch sozusagen. Mhm. Ja, der Dennis hat ein paar der Geschichten, zum Beispiel über seine Rückführung in ein vergangenes Leben, die er gemacht hat. Das war schon vorher geschehen und ich weiß gar nicht, über das Gedicht Habe Mut, da hatten wir schon eine Geschichte erlebt, wobei das natürlich auch so ein Gedicht ist, was dauernd neue Geschichten schreibt. Mhm. Auch Mut ist so ein Thema, was einen das ganze Leben lang begleitet. Ja. Und genau, und da gibt es ein paar Geschichten, die hat der Dennis aufgesprochen. Und er ist ja so wunderbar talentiert da drin, so schön zu erzählen.
Und genau, und da haben wir dann noch ein Lied, ist noch auf der CD von einer kanadisch-australischen Band, weil das Buch hat 16 Mitwirkende aus 3 Ländern. Und das hat sich im Laufe der Zeit so einfach ergeben. Das fing damit an, dass Dennis angefangen hat, die Gedichte auf Facebook zu teilen. Und da postet man ja eigentlich immer mit einem Bild. Und dann haben wir zuerst von Pixabay, so aus dem Internet, Bilder runtergeladen. Und als dann immer mehr Gedichte kamen und dieser Gedanke reifte, okay, irgendwie, was ist denn damit jetzt? Und irgendwie möchte dann ein Buch geboren werden, haben wir dann eben überlegt, es ist eigentlich viel schöner, wenn man so persönlichere Bilder dazu hat. Und haben dann halt eben tatsächlich auch viele Menschen in unser Feld bekommen oder auch Menschen, die natürlich einfach dazu passten, wie zum Beispiel, ich hatte ja gerade schon die Rückführung angesprochen, natürlich haben wir die Frau, die diese Rückführung gemacht hat, ich habe übrigens auch eine Rückführung bei ihr gemacht und das war so super toll, und wir haben sie natürlich gebeten, ob sie ein Bild dann dazu uns zur Verfügung stellt. Das hat sie auch gemacht. Sie hat ein super, super schönes Bild gemalt. Das hattest du ja schon gesehen, dieses Bild. Es gibt von Seelenfahrt. Genau, das Gedicht heißt Seelenfahrt. Und da gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal, hat der Dennis auch diese Geschichte eingesprochen. Und da kann man das Bild dann dabei, während man zuhört, die ganze Zeit betrachten. Das hat sie gemalt. Mhm. Genau. Und so gibt es noch viele, viele Bilder dort drin, Fotos, gemalte Bilder und halt eben auch ein Lied von dieser Band, die halt eben auch eines der Gedichte unterstützt haben. Und eine Meditation ist noch dabei. Und ich habe noch was gesungen. Ich mache nämlich auch intuitiven Gesang. Und so ist es ein wirklich umfangreiches Paket geworden. Genau, und Kristalle sind auch noch mit im Spiel. Wir haben den Gedichten nämlich auch Kristalle zugeordnet und Edelsteine. Also es ist wirklich ein umfangreiches Paket geworden, dieses Projekt. Und und jetzt sind wir in der Phase, wo die Gedichte anfangen, sich zu öffnen wie Knospen und aus einem bunten Blumenstrauß. Und ja, ihre Geschichten erzählen und ihre Geschichten schreiben und diese halt eben auch erzählt werden möchten, nicht nur am Lagerfeuer, im Kreise der engsten Freunde, sondern auch für viele, viele Menschen. Und deswegen sind wir ja unter anderem auch heute hier. Genau. Ja, ich hatte, was mich jetzt noch interessieren würde, hast du, ich sag mal, diese Intuition oder Gabe? Ne, weil ich spreche ja auch immer eigentlich jetzt in der letzten Zeit in meinen Videos über die Gaben der Menschen. Hast du schon von klein auf so das Gespür gehabt, oder auch die Frage an euch beide, habt ihr das Gespür oder die Intuition schon früh gehabt, dass ihr eine bestimmte Gabe habt oder einen Weg oder ein Ziel vor Augen? Ja, vielleicht kann ich dazu ein bisschen was erzählen. Erstmal schön, wie die Anne jetzt auch nochmal das Buch skizziert hat. Das ist auch für mich immer noch schön an der Stelle, das auch nochmal so zu hören. Und es passt auch sehr gut heute rein, weil dieser ganze Entstehungsprozess des Buches war auch ein Intuitionsprozess. Ja, also es war zu Anfang nie geplant, dass es ein Buch werden wird. Es war auch nicht geplant, dass es eine Buch-CD kommt. Auch das mit dem Verlag, und das war alles sehr schön geführt, und wir haben uns da auch führen lassen über unser Gefühl und diese Intuition. Das nochmal, um das zu ergänzen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen weiter zurückgehe, so von dem, wie ich das Gefühl habe, gehabt haben könnte, dass da etwas vorliegt. Also grundsätzlich aus heutiger Sicht würde ich schon sagen, na klar, wir haben natürlich alle unseren Seelenplan und unsere Aufgabe. Und früher, als ich dieses Wissen noch nicht so tief verinnerlicht hatte, wie ich es heute habe, gab es immer diese Momente, wo ich mich natürlich gefragt habe, so, was ist der Sinn des Lebens und was ist mein Sinn des Lebens? Und dann gab es immer hier und da schon so, ich will mal sagen, so Begegnungen oder Ereignisse, wo ich so gefühlt habe, oh, das ist jetzt wie so eine Schlüsselbegegnung oder Schlüsselereignis auch für meine weitere Entwicklung.
Und da hatte ich schon das Gefühl, auch geführt zu sein, ohne mir wirklich erklären zu können, ja, was ist es denn eigentlich, was mich führt und was meine Intuition führt? Na, und im Laufe des Lebens hat sich das dann so mehr und mehr halt gesammelt und gezeigt bei mir, dass, ja, dass ich schon fühle, da ist etwas, ohne es benennen zu können. Also es war noch mehr so im Verborgenen, im Nebel. Und letztlich, als ich mich dann dabei entschieden habe, auch so mehr in die Tiefe einzusteigen, und das war bei mir insbesondere im Jahr 2009, wo ich mich für meine Rückführung entschieden habe, deswegen schön, dass die Annes da auch mal angesprochen hat, mit der Geschichte Seelenfahrt, die ich ja bereits vertont habe für die CD und auf dem YouTube-Kanal. Da haben sich bei mir nochmal so ganz viele, ja, auch so Querverbindungen ergeben, und ich konnte ganz viel nachvollziehen. Und wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat über ein vergangenes Leben, also ich wollte ja letztlich eigentlich für mich herausfinden, ob es das gibt oder ob das einfach alles nur Quatsch ist, ja, also ob das eine Show ist, weil zu dem Zeitpunkt damals gab es eine Fernsehsendung, meine Reise in ein vergangenes Leben, und ich war so hin und her gerissen, ja, stimmt es jetzt oder ist das alles irgendwie nur aufgesetzt, ja, nach dem Drehbuch. Naja, und ich habe mich dann darauf eingelassen, auf die Erfahrung, und das ist auch ganz wichtig, auch für die Intuition, finde ich, wenn wir etwas fühlen, ist dann auch zu tun. Und uns nicht überlagern zu lassen von unserem Verstand, der dann sagt, nein, nein, das ist, hat jetzt XY 5 bis 10 Nachteile und das wird dir nicht gut tun, sondern nee, das Gefühl ist das Gefühl. Und das ist letztlich das, was uns immer auf unseren Herzensweg bringt. Und deswegen war das für mich auch aus heutiger Sicht ganz glücklicher und dankbarer Umstand, dass ich mich damals halt auch trotz meiner Skepsis dazu entschieden habe, diese Rückführung zu machen. Und siehe da, es hat funktioniert. Ich war in einem Trancezustand. Ich habe Bilder gesehen aus einem vergangenen Leben. Und auch da habe ich die Emotionen gefühlt zu den Bildern, als würde ich es alles noch einmal durchleben. Und da habe ich ganz viel über mich erfahren. Und da habe ich eben auch erfahren, ja, warum ich gewisse Wesenszüge habe und warum mein bisheriges Leben diesen Verlauf genommen hat. Also es wirkte dann auf einmal für mich oder auf mich wie eine Vorbereitung bis zu genau diesem Punkt. Und mit diesem Wissen dann aus dieser Rückführung heraus habe ich mich dann sozusagen auch ein Stück weit neu ausgerichtet. Und mit diesem Fokus habe ich mich dann auch von meiner Intuition weiterführen lassen. Und das hat über diesen ganzen wundervollen Weg der einzelnen Ausbildungen, also zum Beispiel die Erdheilerausbildung war ein ganz markantes Ereignis, die Anne und ich zusammen gemacht haben, aber auch die Geistheilerausbildung. Also so sind wir immer mehr in unsere Kraft gekommen. Und damit meine ich auch in unsere Kraft, dass wir unsere Wahrnehmung sensibilisiert haben, damit wir unsere Intuition noch besser folgen können. Und das geht insbesondere dadurch, dass wir uns immer mehr und mehr entpacken. Das heißt also Altlasten ablegen, alte Verletzungen. Die sind eben nicht nur aus diesem Leben. Aber das muss man erstmal verstehen, dass es so etwas gibt, annehmen können, fühlen können. Und wenn diese Erkenntnis gereift ist, dann ist es ein wunderbares Geschenk, weil es uns immer leichter fällt, uns von unserer Intuition führen zu lassen. Ja, und das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, ja. Und gerade eben dieses Abladen von Altlasten, ja, führt einen auch tiefer in die Fähigkeit zu vertrauen, ja. Also ich meine damit in das Leben zu vertrauen, Urvertrauen, Gottvertrauen, ja. Also wirklich auch sich nicht so schnell ablenken zu lassen von Glaubenssätzen, von irgendwelchen Ängsten, die da vielleicht noch sitzen. Es gibt ja auch manchmal so Ängste, die man sich eigentlich gar nicht erklären kann, wo die herkommen. Ja, solche, das sind so Sachen, die wir mitgebracht haben aus vergangenen Leben. Und wenn man all solche Dinge auflöst und aufarbeitet, dann kommt man auch immer mehr in die Fähigkeit zu vertrauen. Und dann, wie Dennis eben schon sagte, es ist auch so wichtig, der Intuition dann auch zu folgen, um dann auch alte negative Erfahrungen zu überschreiben mit positiven Erfahrungen, mit positiven Erlebnissen. Und ich sage immer, man kann das lernen, ja, man kann das wirklich lernen, zu vertrauen und auch seinem Gefühl zu folgen, indem man einfach sich dafür öffnet, die Erfahrung zu machen, dass es auch funktioniert. Ja, genau, so sehe ich das auch. Also ich arbeite, oder man sollte ja immer an sich arbeiten, Tag für Tag, Stunde, Minute,
ja, eigentlich immer. Und man sollte auch so ein bisschen, ich sag mal, Gedankenhygiene betreiben. Wenn jetzt irgendwas Komisches kommt, was der Verstand wieder ja ins Bewusstsein hervorheben möchte, vielleicht erstmal so ein bisschen reflektieren, was kommt denn da jetzt überhaupt, was ist das? Jetzt nicht unbedingt wegschieben, das betrachten und dann, wenn es vielleicht ein Anflug, ich sag mal, oder ein komisches Gefühl von Angst ist, da dann mal näher hinschauen, besser draufschauen und das dann ja mit Liebe umschreiben oder überschreiben. Also so ist das, wie ich versuche es tagtäglich immer zu behandeln, weil wie gesagt, die Gedanken prägen ja auch unsere Taten. Ne? Absolut. Und man darf sich da auch gerne fragen, ist das überhaupt meins? Genau. Weil wir so viele Gedanken auch denken, die wir eigentlich aufschnappen, weil wir alle sind sensitive Wesen, ja, ob wir das so bewusst haben oder nicht. Ja, wir alle haben Sinneswahrnehmungen und halt eben auch unsere Sinneswahrnehmungen gehen ja weit über das hinaus, was in unser Tagesbewusstsein letztendlich hineinkommt. Das kann man ja sogar mittlerweile wissenschaftlich auch belegen. Das ist ja kein Humbug, den wir uns irgendwie aus dem Finger saugen, ja, also dass wir nur 5% im Prinzip wirklich bewusst wahrnehmen können von dem, was um uns herum eigentlich da ist. Ja, und was ist denn da? Und da sind halt eben auch ganz viele Gedanken und Meinungen anderer Menschen, die da so um uns herum schwirren und sich dann auch mal in unseren Kopf verirren. Und das sind sehr viele sogar. Und da darf man sich dann einfach auch mal regelmäßig die Frage stellen, ist das überhaupt meins? Und es dann einfach auch zurückgeben. Ja, das kann man einfach wirklich machen, indem man sagt, so ja, das, was jetzt da nicht zu mir gehört, das gebe ich jetzt dahin zurück, wo es hingehört. Und es ist auch total sinnvoll, auch mal das, was zu einem gehört, auch zu sich selbst zurückzunehmen. Ja. Weil wir alle sind ja noch fleißig dabei zu üben, unsere Gedanken in Reinheit zu halten, eben auch unsere Emotionen auch bei uns zu behalten. Ich denke mal, das kennt jeder, dass einem das mal besser und mal schlechter gelingt. Und das gehört zum Menschsein ja auch dazu. Genau. Deswegen ist es auch ganz gut, auch mal zu sich zurückzunehmen, was zu einem gehört. Und vor allen Dingen unterstützt es auch darin, die Energie bei sich zu behalten. Und diese eigene Energie, die eigenen Wünsche und Vorstellungen dann auch zielgerichteter, fokussierter auszurichten. Ja, um dann auch besser auf dem eigenen Weg zu kommen. Ihr habt ja schon mal jetzt kurz angesprochen, dass ihr ja eine Reise zu den Riesen gemacht habt. Da hat euch ja auch eure Intuition hingeführt. Vielleicht können wir jetzt mal zu eurer Reise oder zu dieser Planung hinkommen. Wie hat es dann überhaupt angefangen? Ja, also es war nicht ganz klassisch, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt in ein Reisebüro und buchen jetzt eine Reise ins Land der Riesen. Genau, wohin fahren wir nächsten Sommer in den Urlaub? Genau, also das war es definitiv nicht. Wir haben einfach, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt im Vorfeld über diese Themen gesprochen haben. Wir haben im Laufe der Jahre eben einfach auch die Fähigkeit entwickelt, uns grundsätzlich führen zu lassen. Das heißt also, wir planen eigentlich gar nichts mehr. Ja, vielleicht noch unseren Alltag und natürlich eine gewisse Struktur. Das ist schon wichtig auch, um sortiert zu bleiben. Aber solche Projekte, die empfangen wir. Und das ist auch der richtige Ausdruck an der Stelle. Wenn ich jetzt mal so einsteige in 2019, 2020, das war die Buchentstehungsphase, wo ich die Gedichte empfangen habe. Und darunter war eben auch das Gedicht Der Ruf, was die Anne gerade schon einmal angesprochen hatte, über die Riesen. Und in diesem Gedicht, die Anne hat das Buch gerade schon in der Hand, sehe ich gerade, ist natürlich erstmal die Rede von den Riesen. Also es ist wirklich ein Gedicht über die Riesen und es werden auch die Salomonen benannt. Aber ich habe es damals eben so empfangen, dass
ich sozusagen die Information herausgebe über die Riesen auf den Salomonen, aber ich nicht weiß, ob ich jemals selbst hinreise. Das heißt also, das war zu diesem Zeitpunkt noch total offen, weil ich es so gefühlt habe, dass es erstmal darum geht, diese Informationen kollektive Bewusstsein einzuspeisen. Ja, und es damit auch frei zu halten und nicht irgendwie, ich sag mal, einzunehmen oder ne, auch so für mich einzunehmen, dass ich derjenige sein werde. Ja, und auch, wir haben das auch so gespürt, aus der Perspektive des Lesers heraus. Ja, es ist ja auch, also ich mag gerade den Vers gerade mal vorlesen. Ja, sehr gerne. Lest doch das Gedicht mal vor, genau, damit also, wir wissen, von was Gedicht ich vorlesen. Ja, das mache ich. Der Ruf. Das Gedicht ist Dynamit, das sag ich dir. Schau über den Rand, weit entfernt vom Gewirr. Falls es dich ängstigt, lies bitte nicht mehr. Doch wenn du es tust, willst du es doch sehr. Es gibt da ein Thema, das einst zu mir kam. So unglaublich leuchtend warf die Welt aus dem Rahmen. Der Durst nach der Wahrheit war so immens groß. Bücher und Laptop dazu auf meinem Schoß. Es gibt da eine Spezies, sie war schon längst da, als man uns glauben ließ von Adam und Eva. Die ganze Welt ist voller Geschichte, doch die in den Büchern ich gerade vernichte. Sie sind sehr groß, wie kann das sein? Warum erhört sie niemand? Wann endet der Schein? Doch nun gehe ich weiter und nehme dich mit. Es gibt kein Zurück mehr. Zum Glück, zum Glück. Das Recht auf die Wahrheit für das göttliche Licht, das liegt für die Schafe, es zerbricht, es zerbricht. Es gibt da eine Insel weit weg von hier. Hörst du den Ruf? Begib dich zu ihr. Der Zeitgeist ist da, ich kann es schon spüren. Goliaths Erben, dort werde ich dich hinführen. Drum geb ich jetzt den letzten Hinweis. Ich selbst nicht weiß, ob ich jemals hinreiß. Seit langer Zeit die Riesen wohnen. Sprich mit den Einwohnern der Salomonen. Hab keine Furcht vor dem, was geschieht. Dann bist du derjenige, der es sieht. Nun hab ich gesagt, was ich sagen wollt. Der Stein bewegt sich und rollt. Und rollt. Ah, das ist ja sehr schön. Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade noch eine Frage zu unserem Thema im Chat gesehen. Vielleicht könnten wir da noch mal, bevor ihr jetzt in die Geschichte eurer Reise oder bevor ihr uns die Geschichte erzählt, vielleicht noch mal auf diese Frage eingehen. Könnt ihr das lesen? Ja, das kann man sehr gut lesen. Mhm. Vielleicht möchtet ihr sie beantworten. Gerne, gerne sogar. Könnte man Intuition mit Herzwahrheit gleichsetzen? Das ist eine ganz tolle Frage und damit hat auch der Zuschauer schon ganz viel verstanden und gefühlt von dem, worauf es bei der Intuition ankommt. Anne und ich, wir haben uns vor dem Interview nochmal kurz unterhalten, auch nochmal über Intuition und wir haben dann die Begrifflichkeiten auch genannt, das Gefühl, der Kompass und das Herz und der Herzensweg. Diese Begrifflichkeiten gehören alle zusammen. Wenn ich mich ausgerichtet habe auf etwas, was ich gerne machen möchte, wohin ich mich also hinentwickle und dabei dann meine Intuition folge, dann komme ich sozusagen auf meinen Herzensweg. Dann komme ich auf den Weg meines Seelenplans. Dafür wofür ich auch inkarniert bin. Ja, wir haben uns eben alle auch gewisse Lebensaufgaben vorgenommen. Das ist ganz unterschiedlich, aber jeder hat sie. Also da kann sich keiner von freisprechen. Es ist sozusagen so, dass sich die Seele, dass wir uns vor unserer Inkarnation, bevor wir physisch geboren werden, hinsetzen und uns ganz genau darauf festlegen, welche Lernerfahrung wollen wir in der kommenden Inkarnation vornehmen. Und in unsere Intuition ist letztlich das Gefühl, was uns eben auf unserem Herzensweg und damit zu der Lebensaufgabe bringt. Und dazu gibt es halt mehrere Werkzeuge, uns von der Intuition halt auch führen zu lassen. Ja, einmal hat die Anne gerade schon etwas gesagt. Also es geht auch viel darum, diese Feinfühligkeit dahin zu entwickeln.
was ist jetzt eigentlich meins, was ist nicht meins. Also es gehört auch eine energetische Hygiene dazu. Das kann man über ganz leichte alltägliche Techniken, dafür muss man nicht viel Zeit investieren, kann man das morgens und abends durchführen, um dann immer wieder den Fokus zu halten. Bestenfalls auch immer in Verbindung mit Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Wachstum. Also wirklich zu sehen, was habe ich, wer bin ich, und dankbar dafür zu sein und darauf dann aufzubauen. Und das erzeugt auch eine gewisse Balance. Und wenn ich damit in diesen Tag hineingehe und auch mit einem, ich sag mal, mit einem Optimismus und Konstruktivität, und da gehört auch sehr viel Achtsamkeit zu. Achtsam bedeutet achtsam, was denke ich? Bin ich produktiv, also bin ich konstruktiv mit dem, was ich denke? Der Fokus könnte zum Beispiel sein, ich richte mich darin aus, einen Mehrwert zu erzeugen, einen Mehrwert zu schaffen für mich und für mein Umfeld. Das ist schon ein ganz hoher Grad an Erdheilung. Wenn wir das schaffen, konstant aufrechtzuerhalten, dann haben wir eine ganz andere Achtsamkeit in unserem Bewusstsein mit unserer Umwelt. Und das alles, das sind letztlich, ich sag mal, Schlüssel, die uns zu unserer Herzwahrheit führen. Also Intuition und Herzwahrheit. Herzwahrheit ist ein ganz tolles Wort, weil wenn wir unseren Herzensweg gehen, dann leben wir unsere Wahrheit. Der Punkt ist einfach, wenn wir nicht auf unsere Intuition hören, also nicht auf unser Gefühl hören, dann machen wir anderen Leuten etwas vor, weil wir etwas tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Aber wenn wir anderen Leuten etwas vormachen, die Menschen, denen wir begegnen, sind ja nur Spiegel, machen wir im Kern, und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, als Endresultat immer uns selbst etwas vor. Wir können anderen nichts vormachen. Wir machen immer uns selbst etwas vor. Die anderen sind letztlich nur der Spiegel. Ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank für die tolle Erklärung. Also ich hätte es nicht besser machen können. Finde ich ganz toll, dass du auf diese Frage so schön eingegangen bist. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu eurer Reise. Wir werden dann die Runde wissen. Ja, natürlich. Wenn mir das wirklich wichtig ist, nämlich ist es für, ich finde immer wichtig, diese Frage, wie kann ich das praktisch anwenden? Ja. Ja. Und jeder kann das, weil jeder kann reinspüren, Option A, Option B, was fühlt sich besser an? Wo geht mir das Herz auf? Wo wird es mir weit? Und wo wird es eng in mir? Und irgendwie so, ist irgendwie nicht so gut. Das kann jeder. Genau. Ja. Und wenn wir dem folgen, dann sind wir mit unserem Herzen, mit unserem Gefühl und lassen uns davon führen. Ja, das ist wichtig zu spüren, immer in sich reinzuspüren, was fühlt sich gut für mich an und was fühlt sich vielleicht nicht so gut an. Danke für die Ergänzung nochmal. Ja, danke. Ist ganz wichtig, und ich finde es toll, dass man immer auch den Austausch hat, weil jeder Mensch nimmt es auch anders wahr, ne, und hat auch seine eigene Wahrheit. Und da hat jeder eben auch seine eigene Herzenswahrheit. Absolut. Und das ist so wichtig, auch das zu sehen und zu akzeptieren und zu respektieren, dass es für jeden anders ist, weil jede Seele an einem anderen Punkt steht in ihrer Entwicklung. Und auch das ist alles ganz unterschiedlich. Du bist im Themenbereich A, B und C anders entwickelt und jemand anderes dann in D, E und F wieder wo ganz anders. Also das kann man ja auch nicht so linear betrachten, ja? So, ne? Das ist alles ganz durcheinander sozusagen. Und deswegen hat auch jeder eine andere Wahrheit und auch ein anderes Bedürfnis. Ja. Ja, ihr Lieben. Jetzt schießt ja, mal los. Ja, genau. Ich schließe jetzt nochmal an. An der Buchentstehungsphase, das Gedicht wurde dann veröffentlicht und es kam ja nach der Buchveröffentlichung zu einigen Lesungen, die ich gegeben habe, Autorenlesungen. Und das kann man sich so vorstellen, dass ich eben immer zu Beginn der Autorenlesung reingefühlt habe, welches Gedicht der 40 Gedichte ist heute dran und welche Geschichte möchte dazu erzählt werden. Also es waren immer Erzählungen sozusagen, die Geschichten zu den Gedichten. Das ist ein ganz wichtiger Kern letztlich unserer Arbeit. Gibt es übrigens auch eine Rubrik zu auf unserer Homepage. Wer da mag, kann da gerne mal stöbern. Genau, ein bisschen was haben wir da schon reingenommen. Und ich erinnere mich eben gut, das war auch nochmal ein Baustein. Ich hatte dann den Impuls, auf einer der späteren Lesungen das Gedicht Der Ruf vorzulesen und habe dann die Geschichte erzählt, letztlich bis dorthin, also mein Weg mit den Riesen. Und dann kam im Nachhinein, nach dieser Lesung, ein Mann zu mir, er war Musiker,
und sagte zu mir, also das, was du da erzählt hast über die Riesen, das hat mich so inspiriert. Also ich möchte gerne, ich bin kurz davor, auch eins meiner Lieder zu releasen, also sprich zu veröffentlichen. Also wenn ich da höhere Einnahmen generiere, dann möchte ich dir die gerne alle einfach zukommen lassen, weil ich bin daran so interessiert und ich fühle, da ist so viel mehr Wahrheit von an dem Thema der Riesen. Ich möchte das gerne unterstützen. Und das war sozusagen für mich auch ein gewisser Auftakt, wo ich auch da nochmal gespiegelt bekommen habe, es ist nicht nur so, dass mich dieses Thema so interessiert, weil ich immer gefühlt habe, immer, heißt nicht, als seit 2009, als das Thema in mein Leben kam, also auch wieder 2009, das Jahr der Rückführung, das war für mich wirklich ein Schlüsseljahr, wo ganz viel passiert ist. Und da war eben für mich klar, oh, das interessiert ja auch viele andere. Also wenn ich schon solche Rückmeldungen bekomme, und das hat nochmal etwas in mir geöffnet. Und das war 2022, Sommer 2022. Und im weiteren Verlauf dann darf man verstehen, dass wenn Anne und ich arbeiten, auch energetisch arbeiten, an kollektiven und individuellen Prozessen, arbeiten wir sehr viel auch mit dem Element Feuer. Wir arbeiten sehr viel am Feuer, weil das Feuer eben die Qualität hat, insbesondere die Wahrnehmung zu schärfen und zu öffnen. Und das ist ein hervorragendes Medium eben, um halt energetisch zu arbeiten. Und wir haben dann im Herbst 2022 erfahren, dass wir in 23 eine Reise machen werden. Das heißt also, dass eine Reise auf uns zukommt und dass wir viel reisen werden. Und das haben wir dort aufgenommen, sozusagen aus der feinstofflichen Welt. Und damit war aber noch nicht direkt klar, dass es die Salomonen sein werden. Aber interessanterweise, wie dann immer die Zeichen und die Synchronizitäten dann da sind im weiteren Verlauf, kamen dann halt mehr und mehr Zeichen. Und ich erinnere mich insbesondere an eins, das war sehr markant. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals als technischer Einkäufer gearbeitet, also als kaufmännischer Angestellter noch. Und natürlich habe ich da auch viel administrative Arbeit gehabt, unter anderem eben auch E-Mails. Aber dann kam halt genau zu diesem Zeitpunkt, als dieser Impuls mit der Reise kam, kam dann eine E-Mail aus dem Ausland. Und das war schon sehr ungewöhnlich, weil ich hatte mehr halt, ich sage jetzt mal so, im deutschen Bereich halt auch Verbindung zu Lieferanten. Und da stand dann im Betreff, die letzte Reise wurde bestellt. Und es war nur das im Betreff und dann eine ausländische E-Mail-Adresse. Und ich war so total perplex. Ne? Das war im Oktober 22 und ich denke mir, die letzte Reise wurde bestellt. Was soll das denn jetzt? Ja, und das hat mich total in den Prozess gebracht. Und das Gefühl war dazu dann nochmal bestärkend, okay, da ist jetzt etwas. Ne? Da ist jetzt etwas, eine Aufgabe, die da auf uns zukommt. Und das Ganze wiederholte sich dann nochmal zwei Monate später. Im Dezember kam ich nochmal eine E-Mail mit derselben Betreffzeile, aber ein anderer Absender. Mhm. Und das war schon höchst interessant. War nicht der Absender auch so interessant? Was war das denn? Das eine war irgendwas mit Maya Gold oder so? Irgendwas mit Gold, Maya Gold oder ähnliches. Also irgendwie, das klang sowas nach südamerikanisch, mittelamerikanisch. Mhm. Ich hatte das direkt in Verbindung gebracht mit irgendwie indigenen Völker und Hochkulturen. Mhm. Das war schon sehr interessant und das zweite Mal war der Absender irgendwas mit Text me now oder ähnliches. Ne? Also schreibe mir jetzt auf Deutsch und das war so sehr, sehr ja mysteriös, kann man schon bald sagen. Aber es war immer genau zu Zeitpunkten, wo wir gerade auch energetisch in Prozessen standen, die eben auch damit zusammenhingen, eben auch mit Reisen. Und da kommt etwas und natürlich hat sich das dann so mehr und mehr geöffnet und entfaltet. Mhm. Dass wir dann eben ganz klar das Gefühl hatten, eben auch, das ist die Reise zu den Salomonen. Ja, und wir haben uns natürlich auch immer hingesetzt, wenn dann solche Sachen da reinkommen und irgendwie man fühlt, so, was ist denn jetzt damit? Ja, das kann man natürlich auch prüfen. Wir haben dann da wirklich reingespürt und auch immer wieder im Prinzip oben nachgefragt, ja, was hat es damit auf sich? Bitte gebt uns mehr Hinweise, wir möchten das verstehen. Und dann kommt das auch, ja? Ja, das kenne genau. ich. Ja. Und dann ging es dann weiter, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sollen eine Reise zu den Salomonen machen und das als fünfköpfige Familie, das heißt mit drei kleinen Kindern auf die Südhalbkugel, also andere Ende der Welt sozusagen, sprichwörtlich fliegen und dort in den Dschungel hinein zu den indigenen Völkern, also zu den Stämmen, und damit eben auch mit ihnen gemeinsam ins Land der Riesen. Ja, also wirklich, was ein Territorium ist, wo es heute noch
lebendige Riesen geben soll, in einer Körpergröße von, so ist es überliefert, 3 Meter bis 4,50 Meter. Also jetzt auch keine kleinen Wesen. Ja, und da habe ich natürlich im Laufe der Jahre schon einiges recherchiert und also generell über die Riesen, weil ich, das hat bei mir halt angeklungen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, weil es ist sehr, sehr viel, was im Vorfeld passiert ist. Aber wir wollen ja speziell auf die Reisevorbereitung dort eingehen. So, und dann war eben auch klar, und das ist eben auch wie ein kosmisches Gesetz, wir müssen immer erst den Platz schaffen, damit wir auch das empfangen können, was für uns vorgesehen ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, also deswegen auch, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, mein Lernfeld ist beruflich beendet, ja, dann gehe ich heute hin und dann kündige ich. Und dann habe ich noch keinen neuen Job. Ja, dann weiß ich einfach, es ist wichtig, diesen Schritt zu tun, damit es frei wird und dann kommt das. Und das ist mir jetzt nicht nur einmal passiert und damit fahre ich total gut. Das heißt also, Intuition hat auch ganz viel mit Vertrauen und Mut. Mut, genau. Zu tun. Ist ja, ganz wichtig. Genau. Also da würde ich dann auch auf der Buch-CD ist die Geschichte Habe Mut. Mhm. Kann ich nur empfehlen für diejenigen, die das Buch schon haben. Also diese Geschichte ist einfach nochmal ein Synonym, auch sehr plastisch dargestellt, wie man seine Intuition halt auch wirklich vertrauen darf und dass am Ende alles gut wird. Und wenn wir auf unsere Intuition hören, es ist für uns immer gesorgt. Es geht auch nichts schief. Es ist immer nur unsere Bewertung, dass etwas schlecht läuft. Ja. Aber wenn wir unser Urteil, unsere Bewertung rausnehmen, es läuft immer alles zu unserem höchsten göttlichen Wohle. Insbesondere dann, wenn wir unsere, wir haben das Wort jetzt so schön genannt, Herzwahrheit, ja, auch anvisieren. Das ist ganz wichtig. Und was habe ich also getan im März 2023, also letztes Jahr? Ich bin zu meinem Abteilungsleiter, zu meinem Vorgesetzten hin und ich habe Urlaub angefragt. Und für mich war halt ganz wichtig, Dennis, du musst ehrlich sein. Natürlich musst du ehrlich sein. Ne? Aber naja, das ist ja mal so leicht gesagt. Ich muss also jetzt meinem Vorgesetzten erzählen, ich möchte mit meiner Familie ins Land der Riesen reisen. Ja, da kann man sich ja an 5 Fingern abzählen, was der sich dann wohl denkt. Wir hatten natürlich Gott sei Dank schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und ich habe ihm das dann erzählt und erklärt und ich habe dann eben auch meinen Jahresurlaub bekommen. Und damit war halt klar, die Reise kann stattfinden. Wir haben einen Reisezeitraum. Und genau an diesem Tag, und jetzt hatten wir den Raum geschaffen für unsere Reise, bekam ich eine Nachricht von einer Frau. Und mit dieser Frau hatten wir das letzte Mal ein halbes Jahr vorher im Oktober Kontakt. Und ihr hatten wir halt erzählt, dass wir fühlen, dass 2023, da kommt eine Reise. Und jetzt hat sie sich bei uns gemeldet, wir hatten zwischenzeitlich nicht einmal Kontakt und sagte, du, ich muss unbedingt vorbeikommen, ich muss euch was erzählen. Und es war genau an dem Tag, wo ich meinen Urlaub genommen hatte. Und dann kam sie vorbei und erzählte uns, sie hätte vor einige Tage zuvor meditiert. Sie hatte Urlaub. Und nee, sie war krankgeschrieben, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall hatte sie... Zeit zum Meditieren länger als sonst, weil sie gerade eben nicht zur Arbeit ging. Genau, richtig. Und sie hat dann von dieser Meditation erzählt und sie erzählte dann, wir wären ihr dort erschienen und sie hätte eben sozusagen empfangen, dass das, was wir tun, unsere Aufgabe sehr wichtig ist. Und wir hätten ja damals erzählt, dass wir eine Reise machen werden in 2023 und sie hat den ganz deutlichen Impuls bekommen, sie solle uns unterstützen. Und dann hat sie uns einen goldenen Umschlag überreicht und in diesem Umschlag waren 200 Euro drin. 250. Ne, 200. 200. 200 Euro. Und da war für mich, also ich war so gerührt in dem Moment, weil sie ja gar nichts von dieser Reise wusste, wohin es hingeht, wann es losgeht und dass ich mir genau an diesem Tag Urlaub genommen hatte und dieser Raum jetzt da gewesen ist, dass diese Reise stattfinden konnte. Und wir wussten, wir haben eigentlich gar nicht die finanziellen Mittel, um solch eine Reise zu machen. Wir haben unsere Auslagen mit unserem Haus, mit unserem Auto, mit natürlich den Kindern. Das ist für uns eine Mammutaufgabe, das finanziell zu stemmen. Aber trotzdem war dieser Impuls ganz deutlich, dass wir diese Reise machen sollen und dass wir nach und nach diese Schritte umsetzen, wo uns unsere Intuition zu hinführen wird. Und genau das war ja der Fall. Und als diese Frau uns dann diesen Umschlag gab, mit diesen 200 Euro, da war für mich das Gefühl, wir sind getragen, wir sind versorgt und alles wird funktionieren. Das wird gelingen, weil wir unabhängig voneinander, wenn wir unserer Intuition folgen, alle miteinander arbeiten, aber auf einer höheren Ebene.
Und das war dann halt diese Erkenntnis, oftmals wird uns das ja erst später bewusst und das war eben in genau dieser Situation. Und da hat die Intuition uns dieser Frau eben genau diese 200 Euro gebracht, die ersten 200 Euro für unsere Salomonreise, mit der wir dann hingehen konnten, um erstmal ganz am Anfang standen wir ja noch, unsere Reisepässe erstmal zu finanzieren. Ja, also es ist ja nicht nur Geld für die Reise, also auf der Reise, sondern auch vor der Reise für die Vorbereitung. Ne? Wir standen da ganz am Anfang. Aber das Gefühl dazu war ein Gefühl der Fülle und des Reichtums. Und ich habe mich sehr stark bestätigt gefühlt, auch für meine Intuition und auf meine Intuition zu hören. Ja, und so ging das dann weiter. Also kamen dann irgendwie so die Sachen rein und wir haben dann auch eben immer reingespürt, was braucht es jetzt, was braucht es jetzt. Und wir haben dann angefangen, auch ja, Vorbereitungen zu treffen, zum Beispiel Koffer zu bestellen und Taschenlampen. Ja, was man so braucht. Und dann haben wir uns halt echt gut und gründlich überlegt, was wir brauchen. Weil wir halt ja, und wie habt ihr das mit den Kindern gemacht? Weil ihr habt ja drei, ne? Und das eine war ja noch klein. Genau. Wir haben uns dann halt eben gut überlegt, was brauchen wir wirklich, weil wir ja wussten, wir fahren mit den drei kleinen Kindern in den Dschungel und fliegen mit begrenztem Gepäck und so. Und im Endeffekt haben wir uns aber auch gedacht, und so war es auch, man braucht da ja nicht viel. Ja, es ist da warm, das Leben ist einfach so. Und ja, für die Kinder war das alles ein großes Abenteuer, weil die können das natürlich irgendwie gar nicht so begreifen. Was heißt denn das? Das ist ja eigentlich egal, ob du denen sagst, so, wir fahren morgen in den Zoo oder wir fliegen irgendwie auf die Salomonen und fahren in den Dschungel. Dann sagen die, juhu, wir kommen nicht. Vielleicht sagst du nochmal, wie alt unsere Kinder sind. Ja, unsere Kinder, genau, die waren. Genau. Ja, das war deine Frage. Jetzt ist es bei mir angekommen. Die waren letztes Jahr 6, 4. Und, 3,5 war die. Also 3,5 und 1 Jahr alt. Mhm. Ja. Genau. Und ja, also ich weiß ja, in Deutschland ist ja, also Schulpflicht gibt es ja und gibt es auch Kindergartenpflicht? Ich kann mich gar nicht mehr so zurück dran erinnern. Das ist bei meiner Tochter schon so lange her, die ist 25 jetzt. Ja. Nein, also Kindertagesstätten, Kindergärten sind wirklich Betreuungsangebote, aber sie sind nicht verpflichtend. Okay. Es fängt sozusagen erst mit der Schule an. Und die Sophia war ja jetzt im Vorschulalter. Mhm. Das heißt also, da hatten wir jetzt noch, zumindest anfänglich, muss ich dazu sagen, hatten wir da noch keine Schwierigkeiten. Wir konnten also frei reisen vom Zeitraum her. Also das war schon mal ein Punkt, der euch da auch ja, hat ein bisschen entspannen lassen, was in diese Richtung geht. Ja, also wir sind da sowieso auch ganz locker. Wir machen alles Mögliche mit den Kindern. Ich meine, das sind einfach auch kleine Menschen und die gehören dazu. Und wenn wir den Impuls haben, dies, das oder jenes zu tun, dann kommen die halt einfach mit. Genau. Und vielleicht an dem Punkt nochmal ganz kurz. Man sollte sich auch nicht verängstigen lassen. Ja. Das finde ich eben ganz wichtig auch an der Stelle, weil wenn wir eine Aufgabe haben, dann stellt uns das Universum alles bereit. Wir müssen dann nur die Bereitschaft entwickeln, dass wir das auch annehmen wollen. Ja. Und an dieser Stelle entsteht auch immer ein Weg. Und dann ist es egal, das sage ich auch ganz deutlich, dann ist es egal, ob es eine Schulpflicht gibt oder nicht oder andere Dinge. Es gibt immer einen Weg. Es ist nie, also man ist nie hilflos oder ohnmächtig. Es ist immer nur das Gefühl, was es in uns auslöst. Die Gesetze, die es gibt, es sind ja keine kosmischen Gesetze an dem Punkt. Das muss man auch immer unterscheiden. Das sind menschengemachte Gesetze. Und die Lebensaufgabe zeichnet manchmal einen anderen Weg. Und die kosmischen Gesetze, die schwingen höher. Und sie schwingen höher. Ja. Die stehen da drüber. Und deswegen, wenn man, solange man sich auf dieser Ebene bewegt, der kosmischen Gesetze, gibt es für alles andere, egal was das ist, immer eine Lösung. Genau. Ja. Und die Lösung ist ja oft auch, dass gerade dieses Menschsein oder mit Verstand zu reagieren, ist ja oft auch immer, hat was mit Geduld zu tun, Ungeduld. Und das ist immer die Problematik auch, die wir als Mensch haben. Unsere Ungeduld, die auch Verstand ja gesteuert ist. Wenn wir uns mehr zurück
lehnen und der Intuition folgen oder auf die Intuition hören, dann ist es wirklich so, dass sich das alles zu unserem Besten entwickelt, so wie ihr das auch schon gesagt habt. Das finde ich total super. Und jetzt nochmal auf eure Reise zurückzukommen. Ihr habt ja dann ich habe das ja alles mitverfolgt auf Telegram. Wir durften es miterleben. So muss man das eigentlich sagen. Ich habe da auch mal mitgefiebert. Es hieß dann immer, ja, ist der nächste Schritt. Wir brauchen jetzt das. Und da kam dann auch immer, ich sag mal, finanzielle Unterstützung, ne, auch von den Menschen dazu. Ja, also da gab es eben auch eine ganz markante Situation beziehungsweise eine ganz markante Phase zu Beginn der Reise. Also wir haben dann irgendwann empfangen, dass wir am 23. Mai 2023 abreisen werden. Egal wie viel Geld wir zusammen haben, egal wo wir stehen, aber wir haben eben diesen Tag empfangen. Ja, und damit war halt auch klar, der Abreisetag steht fest. Dann war aber eben auch, das haben wir halt vorher auch herausgearbeitet, hat uns eben auch, wenn man so möchte, die geistige Welt mitgeteilt, ihr müsst euch eine Möglichkeit erschaffen, dass Menschen euch unterstützen können. Weil wenn ihr da nicht in die Sichtbarkeit geht und wenn ihr das nicht wollt, dann wird euch auch niemand unterstützen. Und dann haben wir eben empfangen, dass wir auf der Plattform GoFundMe, genau, danke. Also ja. Dieses Crowdfunding. Kam auch System. Feld, ne, weil das jemand zufällig dann erzählt hatte und so. Und richtig. Also auch da. Alles zur richtigen Zeit. Richtig. Wir haben das empfangen und dann kam jemand und erzählte von der Plattform und der wusste gar nicht, dass wir daran gearbeitet haben. Und so funktioniert das eben halt auch fortlaufend, dass uns alles geschickt wird, was wir brauchen, auch wenn die Menschen oft bewusst gar nicht wissen, womit sie uns in dem Moment helfen. Das ist ja auch immer wieder höchst interessant, aber wir arbeiten alle zusammen und das Universum schickt uns eben über Menschen und Situationen genau das, was wir eben auch benötigen. Naja, und dann habe ich eben dort eine, es heißt ja dort Werbekampagne, also erstellt, das ist die Möglichkeit, dass man uns unterstützen kann. Habe halt eine Reisebeschreibung reingesetzt und ein Foto und damit war klar, okay, das ist jetzt da. Und genau. Das habe ich ja dann auch im Telegram-Kanal benannt. Dass wir da die Reise vorhaben auf Facebook und so weiter. Wir haben ja auch unser eigenes Netzwerk schon dort gehabt im gewissen Umfang. Aber wir haben auch gefühlt, für viele Menschen war es der Umstand, sie haben gedacht, die haben da eine tolle Idee und das ist ja auch ein Trauma, so weit zu reisen und dann noch in den Pazifikgürtel und so weiter. Das machen die nicht mit 3 Kindern und vor allen Dingen, die haben ja gar nicht die Mittel dafür und dann wegen den Riesen. Also letztlich ist dadurch schon ein kollektiver Prozess ausgelöst worden. So kann man das sagen. Das hat die Leute auch an gewisser Stelle konfrontiert. Wir haben dann auch mit der Zeitung haben wir auch zusammengearbeitet. Es gab Zeitungsberichte darüber, über unsere Reise fortlaufend, weil ich auch als freier Redakteur eben arbeite. So konnten wir das auch noch medial aufbereiten. Das war ganz wichtig. Das sind kollektive Prozesse, die die ganze Zeit parallel liefen und auch immer noch laufen. Naja, und dann kam eben der 23. Mai und wir standen hier bei uns im Ort am Bahnhof. Wir haben hier einen Bahnhof bei uns im Dorf, muss man dazu sagen. Ein Eingleisbahnhof. Richtig. Und dann war für uns dieses... Aber der Impuls, wohin, ne? Der Impuls war, wir reisen jetzt von Leopoldstal, von diesem kleinen Dorf bis zu den Salomonen. Ja, und was haben wir also gemacht? Wir haben gefühlt, wir kaufen uns ein Bahnticket und mit diesem Bahnticket fahren wir schon mal nach München, weil von München wissen wir, kommen wir nach Australien und zu den Salomonen. Aber wir hatten gar nicht die finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, wir konnten uns nur ein Bahnticket leisten. Das heißt, wir sind zum Bahnhof hin, haben uns dort absetzen lassen. Dann kam noch der Verlagsleiter von der hiesigen Zeitung, hat ein Foto gemacht für einen Eröffnungsartikel. Und dann haben wir uns in den Zug gesetzt. Und diese Zugfahrt, die sollte 6 Stunden dauern. Dann hat mir zu Beginn der Zugfahrt dieser Verlagsleiter das Foto unserer Abreise zugeschickt. Das heißt, wie wir am Bahnhof stehen mit unseren Koffern, der Zug fährt einer, so ein ganz klassisches Abreisefoto. Richtig schön. Ne? Von unserer Familie, ein schönes Erinnerungsfoto. Von Leopoldstal aus in die große weite Welt. Genau. So, und was habe ich dann gemacht mit diesem Foto? Ich habe dieses Foto dann geteilt in den sozialen Netzwerken. Und damit war auch klar, an diesem Dienstagmorgen, wir sitzen im Zug und wir fahren los. Wir sind losgefahren. Genau. Und dann ist etwas ganz, ganz Wunderbares passiert. Also das war
etwas, das war für mich schon, ich vergleiche es immer wirklich mit einem Wunder auch, ne? Also wirklich ein Wunder der Zusammenarbeit, ein Wunder der Heilung, des Vertrauens, des Mutes. Also da sind so ganz viele Aspekte, die damit einspielen. Und zwar vibrierte mein Handy fortlaufend in den folgenden 2 bis 3 Stunden. Mhm. Und dann guckte ich und auf meinem Handy konnte ich dann entnehmen, dass es Überweisungen gewesen sind. Überweisung über GoFundMe, Überweisung über PayPal, Überweisung über Direktüberweisung und so weiter. Und ich habe immer hat mein Handy vibriert. Und dieser Umstand hat dafür gesorgt, dass wir innerhalb der fortlaufenden 2 bis 3 Stunden unser Reisebudget, und wir hatten irgendwas zwischen 800 und 900 € und wollten damit zu den Salomonen fliegen. Das war eben das, was wir empfohlen hatten. Wir sollen uns dann mit diesem Geld in den Zug setzen und losfahren. Ist unser Reisebudget geklettert auf über 4.000 €. Innerhalb dieser kurzen Spanne. Mhm. Was haben wir also gemacht in diesem absoluten Hochgefühl? Wir sind in die Last-Minute-Angebote gegangen und haben während der Zugfahrt einen Last-Minute-Flug von München bis nach Australien gebucht. Und es waren nur noch genau 4 Plätze frei. Und genau diese 4 Plätze brauchten wir, weil unser Jüngster brauchte ja keinen Sitzplatz. Mhm. Genau, also und das Phänomen dann ja noch weiter und dann kann ich sozusagen noch einen draufsetzen, weil das Universum, wenn es für uns arbeitet, dann arbeitet es richtig gut und auf die letzte Minute und Sekunde. Genau, immer pünktlich. Immer pünktlich. So viel auch zum Thema Ungeduld. Und nicht 3 Tage vorher, weil wir es nicht mehr aushalten können. Genau. Angst haben, nicht klappt. Wir sind dann am Bahnhof in München angekommen und mussten ja dann noch weiter zum Flughafen. Und mit 3 kleinen Kindern und Gepäck geht das alles eben da nicht so schnell. Ja, weil wir noch mit Straßenbahn und alles fahren mussten. Dann kamen wir zum Flughafen an und wir waren zu spät. Dann sind wir zum Flugschalter und der Flugschalter war interessanterweise, obwohl wir jetzt fast 1 Stunde zu spät waren, war der noch besetzt. Sie wollte gerade schließen. Und dann sagte uns die Frau, da haben Sie aber echt Glück heute. Ich wollte nämlich jetzt in den nächsten 5 Minuten wollte ich schließen und ich bin eigentlich nur noch deshalb hier, weil der Flug heute 1 Stunde Verspätung hat. Und damit war halt eben klar, danke, liebes Universum, wir dürfen noch als letzte Passagiere mit einsteigen. Wir sind dann in Eiles Winde mit Gepäck und Kinder zu dem Schalter hin und sind gerade noch ins Flugzeug gekommen. Und damit waren wir im Flugzeug und es ging Richtung Australien erstmal und später dann zu den Salomonen. Also Halleluja, auch wenn ich das nochmal so erzähle, das war halt so ein starkes Gefühl, geführt zu sein, versorgt zu sein. Und ab diesem Moment auch, wo wir diesen Flug in den Zug gebucht haben, war so ein Gefühl, diese Reise steht unter einem guten Stern und wir müssen uns um nichts Sorgen machen. Es wird alles gut gehen. Und das Gefühl hat sich dann noch über die fortlaufenden Wochen bis hin über 3,5 Monate, weil das ist ja jetzt noch die weiter fortlaufende Geschichte, zu der kommen wir jetzt heute nicht mehr. Aber nee, die das Reise haben wir noch extra verlängert. Video. Ja. Genau. Hat sich dann hat sich dann einfach auch gehalten und war auch ganz wichtig, weil es gab natürlich auch zwischendurch mal Herausforderungen, wo wir uns dann mit diesem starken Gefühl wieder rückverbinden konnten. Und siehe da, wir leben noch. Ja, das ist jetzt auch Beweis für unser heutiges Video noch. Es hat alles wunderbar geklappt und die Reise geht immer noch weiter mit unserem Dokumentarfilm, mit denen wir jetzt nicht nur durch Deutschland, sondern schon durch Österreich gereist sind, wo es jetzt demnächst im Oktober nach Schweden geht, zur englischen Premiere. Die Schweiz hat angefragt. Das heißt also, das, was jetzt noch alles entstanden ist nach der Reise, war ja noch gar nicht absehbar. Aber das Bewusstsein über die Riesen kehrt gerade zurück, weil es gehört auch zu dem alten Wissen, was gerade in diesem Zeitgeist wieder rückangebunden werden möchte. Und eben auch jetzt hier im deutschsprachigen Raum mit den Riesen, die es eben auch hier gibt. Also ich finde das so toll und auch ihr habt es so spannend geschildert. Auch wie gesagt, Zufall, ne? Dieses schöne Wort, das man ja so oft benutzt, den es ja eigentlich nicht gibt. Ne? Uns fällt was zu. Wenn wir uns wirklich geduldig zeigen in unserem Leben, können wir so viel erreichen und so viel erleben, das können wir gar noch nicht absehen. Und es fühlt sich wirklich alles super an. Ich kann das bestätigen, weil das Haus, was wir hier haben oder wo wir jetzt drin wohnen in Dänemark, haben wir uns manifestiert oder intuitiv gewünscht, wie man das auch immer sagen mag.
Und es kam auch eins zu eins so, wie wir uns das eben gewünscht haben, auch durch Geduld. Also das Universum weiß auch, wann es an der Zeit ist, ein bisschen schneller zu machen. Oder wenn halt du wirklich dann noch ein bisschen dich in Geduld üben musst. Aber generell funktioniert das. Also wir sollten genau. uns auf unsere Herzwahrheit und auf unsere Intuition verlassen, weil das funktioniert. Ja, und das Schöne ist ja, wir können sowieso nichts verpassen, was nicht zu uns gehört. Weil wir haben unseren Seelenplan. Und die Seele weiß genau, was sie sich vorgenommen hat und wen sie wann trifft und was wann und wann dran ist und fällig ist. Und dann fällt es uns zu. Ja, und natürlich haben wir auch immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir haben ja den freien Willen und welchen Weg wir einschlagen und welchen Weg wir nicht einschlagen und auf welche Art und Weise wir unsere Aufgaben erfüllen möchten. Und natürlich haben wir auch die Wahl, sie nicht zu erfüllen. Das ist alles steht alles außer Frage. Aber wenn wir unserem Pfad ja sowieso schon folgen und mit dem Gefühl dem Pfad folgen, dann können wir uns auch wirklich darauf verlassen. Wir könnten nichts verpassen, was nicht sowieso zu uns gehört. Genau. Und wir dürfen einfach auch verstehen, dass es auch für gewisse Punkte im Leben eine Entwicklung braucht. Es braucht einen Reifeprozess. Das heißt also, der Weg dorthin ist wichtig. Und wir haben oftmals oder wir glauben oftmals eine Idee zu haben, wie der Weg sein wird. Und dadurch blockieren und verheddern und behindern wir uns selbst. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, auf seinen inneren Kompass zu hören. Ja, und immer wieder seine Intuition zu verfolgen und auch Wege zu gehen, die man vielleicht überhaupt gar nicht vorher auf dem Schirm hatte. Und dazu gehört dann auch wieder Vertrauen, darauf zu vertrauen, dass er mich dann letztlich zu dem Ziel oder vielleicht noch zu einem ganz anderen Ziel führt, was dann letztlich zu meiner Aufgabe oder zur Erfüllung meiner Aufgabe ja einfach auch da geführt wird. Also es geht ganz viel einher mit Vertrauen. Und ich finde immer so Sätze sehr kraftvoll, wie ich bitte mein geistiges Team um Unterstützung. Das kann man ganz häufig machen, wenn man an einer gefühlten Wegkreuzung steht, also vor einer Entscheidung. Oder was auch, was wir sehr viel einsetzen, ist Heiliger Geist, lege dein Ziel fest. Und für uns ist die Definition Heiliger Geist eben der heile Teil in uns, der Teil, der sozusagen immer mit dem Göttlichen verbunden ist und mit dem wir alle miteinander auf einer höheren Ebene verbunden sind. Ja, also um das kurz zu definieren, jeder mag auch seine eigene Wortgebung haben, aber es ist immer wichtig, wieder diese Ausrichtung. Und das sind vielleicht ein Satz, zwei Sätze, manchmal ein bisschen mehr. Man kann auch ein individuelles Gebet vielleicht vor einer Kerze sprechen, ja, von dem, wie man sich ausrichtet. Und dann geht es rein in den Alltag und mit dem Alltag in die Achtsamkeit. Und wir bekommen alles, immer, immer geschickt, alles. Ja, und wenn wir diese Achtsamkeit haben, dann fühlen wir auch den roten Faden. Und dann wissen wir genau, was wir wo entscheiden müssen. Und das können wir trainieren. Wir haben das nie in der Schule gelernt, bedauerlicherweise. Aber deswegen reden wir ja auch drüber, das kann man alles wiedererlernen. Und wir haben das auch im Laufe der Jahre wiedererlernt. Und deswegen ist es auch so wichtig, aber auch an anderer Stelle das vorzuleben, damit das andere Menschen auch wieder in sich entdecken können. Und dafür nutzen wir beispielsweise unseren Telegram-Kanal sehr viel, der wie das Buch heißt, Wandelnde Gedichte, der Weg des Schöpfers, weil da erzählen wir ganz konkret von unseren Erdheilungsarbeiten, eben von den Entwicklungen mit Wandelnde Gedichte, von unserer Filmreise, von all dem, was geschieht. Damit die Leute eine Möglichkeit haben, sich damit zu verbinden und in das Gefühl zu kommen, auch zu ihrer eigenen Herzwahrheit zu kommen. Weil keiner soll ja das machen, was wir machen. Jeder hat ja seine individuelle Aufgabe. Aber die Frequenz, dieses Gefühl ist einfach wichtig. Wenn jemand auf diesem Herzensweg ist und wenn er jemanden trifft, der es schon ist, kann er sich selber damit verbinden. Ja, und der Dennis hat auch ein Gedicht dazu empfangen. Und wir haben die Stunde hier jetzt schon voll. Und ich würde das gerne zum Abschluss noch einmal vorlesen. Wenn das ja, sehr gerne. Ja, das heißt der Kompass. Ja, der Kompass. Vieles habe ich mich gefragt. Über vieles habe ich mich beklagt. Vieles habe ich entschieden. In allem war ein Plan geschrieben. Vieles wollte ich aus dem Gefühl entscheiden. Ja, aber. Und ich ließ es bleiben. Vieles davon ließ mich einiges lehren.
Nur ich selbst kann mir mein Glück verwehren. Vieles von mir lebt seitdem mehr und mehr, ohne Plan, stets im Gefühl. Das ist nicht schwer. Viele Fragen sind endlich verschwunden. Ich habe den Kompass in mir gefunden. Und das ist der Kompass zur Herzwahrheit. Vielen lieben Dank, ihr beide, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich fand das so toll. Ich hatte ja auch mit Dennis schon mal gesprochen. Das ist ja jetzt nicht das letzte Mal. Das war heute jetzt live. Aber es wird auch auf jeden Fall noch Interviews geben mit euch, wie es weitergegangen ist mit der Reise und ja, was ihr dort erlebt habt. Das fand ich auch total interessant. Ich mache natürlich auch so, ich werde alle Links zu euch, zu eurem YouTube-Kanal und den anderen Social-Media-Kanälen unten in der Beschreibung verlinken, damit ihr, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, natürlich auch wisst, wo es zu Dennis und Anne geht und auch natürlich zur Homepage und damit ihr seht, welche Arbeit sie machen. Also es geht ja um Erdheilung. Und nochmal, wie gesagt, vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und wir sehen uns gerne jetzt. Ja, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und falls jemand jetzt gerne dieses Buch vielleicht sagt, ich möchte da gerne mehr drüber wissen, ich möchte das gerne haben, ihr könnt das bei uns direkt im Shop bestellen und in der Bestellung eine Anmerkung machen. Und dann könnt ihr das mit Signatur bekommen. Also bei uns gibt es das, also auf unserer Homepage. Genau, bei uns, wenn man das bei uns direkt bestellt, kann man das auf Wunsch handsigniert zugeschickt bekommen. Genau. Vielleicht habt ihr noch mal jetzt zum Schluss eine Information für uns. Wo kann man euch das nächste Mal persönlich treffen? Ja, also wir haben ja jetzt schon in dem Interview jetzt heute auch schon erwähnt, dass wir sehr viel unterwegs sind mit unserem Film. Die Anna hat den Titel ja schon erwähnt, Der Ruf, eine Reise ins Land der Riesen. Das ist der Dokumentarfilm über unsere 3,5-monatige Reise im vergangenen Jahr. Und wir sind aktuell mit weiteren Terminen unterwegs. Die gibt es einerseits auf unserer Homepage auch. Da haben wir eine Rubrik unter Tourdaten. Das wird immer aktualisiert. Genau, und genau, Veranstaltungen. Und jetzt aktuell mit einem Blick nach vorne, wir sind im September sind wir als nächstes in Bayern. In Niedernberg. Dort haben wir einmal eine Filmvorführung und dann geben wir an dem zweiten Tag noch einen Vortrag. Der Vortrag heißt Erdheilung und Naturwesen. Und darauf oder danach sind wir in Schwalenberg, das ist hier bei uns in der Nähe, dort werden wir den Film zeigen. Und danach im Oktober erfolgt die englische Premiere, also die englische Version erstmals auf Gotland, also auf der Ostseeinsel Gotland, die zu Schweden gehört. Und diese Filmvorführung wird in Verbindung mit einer spirituellen Reise angeboten, die ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann an der Stelle. Also wir bieten 15 Plätze, wir sind jetzt gerade an den Start gegangen damit. Und das ist eine 10-tägige Reise, wo wir mit dieser Reisegruppe eben auch Kraftorte besuchen werden. Auf Gotland, was eine höchst mystische Erde ist. Der Geomant Marco Pogacnik sagt beispielsweise, das ist das innere Herz von Hypoborea. Also es ist wirklich eine ganz kraftvolle Insel mit vielen tollen Orten. Und am Ende dieser 10-tägigen Reise wird der Film in einem Kino präsentiert. Also das wird auch ganz, ganz toll mit mehreren Referenten. Steht auch alles auf unserer Homepage, kann ich nur empfehlen. Und ja, und danach geht es dann höchstwahrscheinlich, so wie es sich jetzt gerade gezeigt hat, in die Schweiz im November. Dort hat uns die Zeitschrift Die Freien eingeladen, einerseits für ein Interview, das haben wir schon gegeben, das wird Ende Oktober veröffentlicht. Und höchstwahrscheinlich am 23. November wird etwas südlich von Basel eine größere Veranstaltung mit unserem Film organisiert. Aber auch da werden wir, die aktuellen Veranstaltungsdaten sind immer auf unserer Homepage zu finden. Und wer sich gerufen fühlt und entsprechende Räumlichkeiten hat, darf uns auch gerne einladen, weil wir kommen natürlich auch super gerne zu euch, ihr lieben Menschen da draußen. Denn je nachdem, wie weit die Entfernung ist, ab 30 bis 50 Menschen kommen wir.
Und ja, mit unserem Film, aber natürlich auch mit Vorträgen zum Thema Erdheilung, zum Thema Intuition. Zum Thema der Riesen. Also da gibt es ganz, ganz viel. Einfach mal auf der Homepage gucken, weil letztlich haben wir so unseren komplett das ganze Jahr, also nicht das ganze Jahr, aber die ganzen Monate nach der Premiere gefüllt. Wir wollten unseren Film ja ursprünglich einmal zeigen im Februar und das Projekt der Reise und mit den Riesen abschließen. Aber danach kamen dann direkt 3 weitere Filmanfragen und seit April sind wir fortlaufend wirklich unterwegs und werden eben von ganz tollen Herzmenschen eingeladen in ihre Communities, Vereine und Ähnliches. Und dadurch hat sich ein großes Netzwerk eben auch ja gebildet, wo wir immer wieder feststellen, wir sind ganz viele Menschen, die in diesem Zeitgeist eben auch etwas Neues wollen und über den Tellerrand schauen. Und es tut wirklich gut zu sehen, was dort sich gerade entwickelt. Ja, das finde ich super. Ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr jetzt nochmal erzählt habt, wo man euch als nächstes treffen kann. Wie gesagt, ich werde alles in der Beschreibung unten verlinken, damit die Menschen dann auch zu euch finden. Und ihr werdet ja bestimmt ja dann auch euer Buch dabei haben und dann können ja. sie euch erstmal live treffen und dann natürlich auch das Buch live signieren lassen. Also ihr Lieben, nochmal einen ganz herzlichen Dank, dass ihr heute so früh am Sonntag dabei wart. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Eure Alexandra von Bewusstsein TV. Herzlichen Dank. Danke. Und tschüss. Tschüss.